So, an alle Spieler im Trend und herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung von einem kostenlosen Browser-Game namens Bad Guy Bash. In diesem Rollenspiel geht es im Prinzip darum, mit seinen Action Points auf Reisen zu gehen und Missionen zu erledigen. Damit sammelt man Creds ein sowie Erfahrungspunkte, steigt dadurch dementsprechend im Level und kann seinen bösen Buben hier dementsprechend hochskillen. Ja, wie fängt's an? Man hat hier sein Geheimversteck und sieht sein Inventar, seine Ausrüstung. Es gibt Tränke sowie die Ehrenpunkte für die Rangliste. So, jetzt gehe ich beispielsweise, fange einfach mal direkt knallhart mit einer Mission an. Klicke ich auf Missionen, lande ich auf der Weltkarte und habe jetzt hier zum Beispiel Frankreich. Genau, eine kleine Mission, wo ich nach Frankreich pilgern muss oder in die USA, dort ist auch was los. Oder in China, da wartet sogar ein schwerer Boss auf mich mit einer Missionsdauer von 23. Ich fange mal klein an oder fange doch einfach mal groß an und nehme jetzt die 23 Minuten Mission. Jetzt könnte ich 23 Minuten etwas anderes tun, so wie das für Browser Games üblich ist. Man klickt mal kurz, klickt wieder weg. Aber ich kann diese auch mit der Premium-Währung, mit den Skulls sofort beenden zur Demonstration. So, hier kämpft nun Einstein gegen General Francis. Und ich kann mir nun diesen Kampf ansehen oder ihn einfach überspringen und direkt zur Quest-Belohnung. Oder ich verliere. So, ich schicke meinen Roboter vor, denn in Bad Guy Bash kämpft man nicht selbst, sondern lässt die Drecksarbeit jemand anderen erledigen, und zwar meinen kleinen süßen R2D2 hier, die sich hier mit Schneeballkugeln anscheinend beballern. Kampf ist zu Ende, ich habe erfolgreich gewonnen. Bravourös! Bekomme hier noch schöne, ja, schauen wir uns gleich an, was das sind. Und bin sogar im Level gestiegen. Unglaublich, wie schnell du bist, Schnecke! So, Level Up, dadurch habe ich jetzt mehr Creds bekommen, habe hier eine neue Hose, eine dunkle Einbrecherhose, und die rüsten wir doch gleich mal an. So, das wird gleich übernommen, der Skin dieser Hose wird gleich an meinen Charakter transferiert, das heißt, wenn man sich hier einkleidet, sieht man das sogar direkt an seinem Super Schurken, den man am Anfang des Spiels in der Charaktererstellung sich zurechtlegen kann. Es gibt in dem Spiel 4 Attribute. Da haben wir erstmal die Ausdauer, die beeinflusst einfach die Lebensenergie von meinem OP hier und meinem Roboter gleichzeitig. Dann haben wir die Stärke, die den Schaden des Roboters beeinflusst, sowie Geschick. Je höher mein Geschick im Vergleich zum Geschick des Gegners ist, desto höher kann ich ausweichen. Und dann haben wir noch Glück. Je höher mein Glück im Vergleich zum Glück des Gegners ist, desto öfters mache ich kritische Treffer. Und hier kann man sich, es gibt keine Klassen, nun völlig frei austoben. Möchte ich zum Beispiel einen ganz geschickten OP machen, der hier sehr viel ausweicht, dann pushe ich natürlich dieses Status-Attribut dementsprechend nach oben. Nach jedem Punkt wird das auch ein bisschen teuer. Das heißt, am Anfang kann man da noch schön Punkte hineinstecken, später wird das schon ein bisschen teurer. Ist man dann zufrieden mit seiner Skillung, kann man mal zum Beispiel zum Roboter-Shop weiterschauen. Das ist hier nun der Roboter. Doch dieser hat ein eigenes Menü mit eigener Ausrüstung. Hier habe ich nun den Shop vom Roboter und ich denke mal, es ist Zeit für eine neue Knarre, denn hier diese zwei Öffnungen nur, da muss mehr, da muss auf jeden Fall mehr hinaus. Deshalb kaufen wir uns jetzt die Optium-Kanone, rüsten die auch gleich aus und auch hier wird wieder direkt am Roboter die Änderung sichtbar. Mit späteren Leveln schaltet man weitere Roboter frei, wie zum Beispiel hier. Erreiche Level 20, um diesen Roboter freizuschalten, der dann entsprechend für mich kämpft. So, vielleicht noch einen neuen Helm. Ja, der steigert nochmal das Geschick um einen Punkt. Wird wieder geändert. Und wenn ich hier erstmal zufrieden bin mit der Auswahl oder eben unzufrieden bin und neue Ware haben möchte, kann ich hier neue Ware anfordern. Das ist einmal am Tag kostenlos, beziehungsweise alle 10 Stunden sogar kostenlos. Und danach muss man, wenn man das nochmal möchte und sehr gierig ist, 12 Skulls dafür hinblättern. Hier könnte ich sogar noch einen ganz krassen Roboterkopf anziehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und jetzt sehe ich sehr eigen aus. Und den kann ich deshalb wieder verkaufen. Aber ich kann nicht nur für den Roboter shoppen, sondern natürlich auch für mich selbst. Es gibt gewöhnliche Items, das sind die mit der weißen Unterlegung. Es gibt seltene Items, die sind mit der blauen Unterlegung und schon deutlich besser, da rüste ich mir auch gleich mal was aus. Und dann gibt es noch epische Items, das sind die besten mit lilaner Unterlegung. Da kann man auch zum Beispiel dann gleich weiterschauen zur Skala des Bösen. Das ist nun die Rangliste.
gehe ich mal ganz nach oben in die Top 10. Schauen wir den ersten Spieler an, den alten Sack. Betrachten wir den doch mal. Und man sieht schon hier, der ist ziemlich episch ausgerüstet. So, was heißen aber diese drei Sterne hier? Was könnte das nur bedeuten? Gehen wir doch mal zum Mechaniker. Jetzt habe ich hier nun ein schönes blaues Item gekauft, welches ich auch hoffentlich noch eine Zeit lang tragen werde. Und kann jetzt den Mechaniker fragen, ob er mir das nicht für 16 Creds upgraden möchte. So, dann probieren wir das doch mal. Nun gradet er es ab und die Werte sind gestiegen und ich habe einen Stern erhalten. Jetzt kann ich das nochmal upgraden für den zweiten Stern. Das kostet mir dann allerdings auch 4 Skulls zusätzlich. So, jetzt hat es 2 Sterne und ich bin zufrieden damit. Zieh ihm das wieder an, weil dem wird schön langsam kalt. So, hier hast du dein Unterhemd, Opi. Gut, der normale Shop, der Roboter-Shop. Und die Missionen. Jetzt habe ich die Missionen erledigt vorher, habe den schweren Gegner besiegen können. Nun habe ich 3 weitere zufällige Missionen. Eine wieder mal in den USA. Da sehe ich hier die Belohnung, wie viel Geld ich bekomme und wie viele Erfahrungspunkte. 750 Erfahrungspunkte, das ist recht viel. Allerdings kostet die Quest auch 12 Action Points, also 12 Minuten. Mit 700 Erfahrungspunkten, ja, da wäre ich schon sehr weit. Fast 3000 brauche ich nur für mein nächstes Level Up. In Australien gäbe es auch etwas zu erledigen und eine schwere Kampfmission ist auch wieder dabei. Das heißt, man kann sich jetzt entscheiden, Risiko oder nicht Risiko, Deal or No Deal, kämpfe ich jetzt in Russland gegen diesen Bösewicht oder eben auch nicht. Hier diese Infos wie Einwohner und Panik dienen lediglich des Humors. Also nur zur Belustigung, das hat jetzt nichts mit der Mission zu tun. Und ich erhalte sogar eine neue Kanone. Dann machen wir das doch mal gleich und beenden das natürlich auch sofort. Schauen uns den Kampf nochmal an mit unserem abgegradeten Roboter und hoffen, dass wir wieder gewinnen. Wenn der einen schönen Crit hinlegt, dann hätten wir verloren. Aber wir haben Evil Ignaz erfolgreich erledigt. Es wird wieder mal gefeiert und wir streifen unsere Belohnung ein. Rüsten die auch gleich mal aus. Denn die sieht noch etwas wuchtiger aus. Das gefällt uns. So, wenn ich jetzt mit dem Tag fertig bin, wenn ich einiges erledigt habe, wenn ich meine gesamten Missionen erledigt habe und einfach zufrieden bin mit meinem bösen Buben hier, kann ich noch auf Arbeit gehen. Hier stelle ich nun ein von 1 bis 24 Stunden, wie lange ich denn arbeiten möchte. Und da verdiene ich mir in der Zwischenzeit Geld. Das heißt, wenn ich jetzt denke, okay, es ist jetzt 8 Uhr am Abend, morgen werde ich vielleicht um 16 Uhr nach Hause kommen, dann stelle ich eventuell 20 Stunden ein, vielleicht ein bisschen weniger und kann mir dann am nächsten Tag eben die saftige Belohnung abholen und dadurch dann meinen Helden weiter nach oben skillen und die Punkte hier verteilen. Was ich übrigens hier auch jetzt machen sollte, denn ich habe sehr viele Creds. So, aber mit der Arbeit ist noch nicht genug, denn das ist ja ein Online-Game und es gibt ja auch hier die Skala des Bösen mit den anderen Spielern, die natürlich die Konkurrenz sind. Da klicke ich hier auf Duelle und mir werden nun hier 4 bzw. 6 Spieler vorgeschlagen, gegen die ich eventuell kämpfen könnte. So, wen suchen wir uns aus? Level 2, Level 3, der scheint schon etwas stärker zu sein, hat auch einen abgegradeten Roboter, übertreiben wir es mal nicht und wählen uns hier Son Goku als Gegner. Greifen den jetzt an, können jetzt wieder direkt überspringen oder wir schauen uns natürlich den Fight an. Er kämpft hier im Dschungel, ich in der Antarktis in irgendeinem Wald. Kampf ist gewonnen und wir gehen weiter. Ich erhalte sogar hier Erfahrungspunkte und die Creds, 4 Sterne. Du bist ein Vorbild für die heutige Jugend. Das nehmen wir doch gleich mal. Da freuen wir uns. Das waren, glaube ich, gar keine Erfahrungspunkte. Nein. So, das dürfte die Ehre gewesen sein. Genau, jetzt haben wir 4 Ehre dazu bekommen. Haben jetzt 1003 und sind daher in der Skala des Bösen aufgestiegen. Und dürften jetzt irgendwo hier weiter oben herumgurken. Das sind aber sehr viele Spieler mit 1000 Ehre. Ja, irgendwo gurken wir da oben herum. Können uns jetzt noch einen Spieler ansehen. Den Dr. Deros. Können den wieder angreifen, wenn wir drauf Lust haben. Wir können so viele Kämpfe ausführen, so viele Duellpunkte wir haben. Und die füllen sich mit der Zeit auf. Also man muss nicht immer zwischen 2 Kämpfen warten, sondern man kann jetzt beispielsweise 5 Kämpfe durchführen
Danach wartet man ein bisschen, bis sich die Punkte auffüllen und dann kann man wieder einige Punkte machen. Hier sehen wir die Duellkraft. Den nächsten Duellpunkt erhalte ich jetzt in schon fast 40 Sekunden und so sammle ich mir die an und kann von Zeit zu Zeit hier einige Kämpfe ausüben. Ja, wenn ich das alles erledigt habe, mache ich meinen Helden bzw. meinen Bösewicht immer und immer stärker durch das tägliche Erfüllen dieser Missionen und versuche mich in der Rangliste hier ganz nach oben zu kämpfen. Bad Guy Bash wird entwickelt von der Atoxi GmbH, basiert auf Flash, das heißt, von jedem Gerät aus, wo Flash läuft, wo Flash installiert ist, kann man dieses Game spielen. Published wird das Game von der European Games Group, die auch für Spiele wie zum Beispiel Hero Zero verantwortlich sind. Also das passt schon so ein wenig in dieses Schema, ist auch ein bisschen so ähnlich wie Shakes and Fidget. Dungeons gibt es momentan noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das Game ist brandneu, kann man jetzt sagen. Erschien im Dezember 2012, also hat gerade mal einen Monat am Buckel. Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die die Rollenspiel-Browser-Games mögen, wo man nur ein bisschen klickt am Tag, ein paar Duelle macht und dann wieder ausloggt und am nächsten Tag damit weitermacht und sich dabei beobachtet, wie man von Zeit zu Zeit immer weiter in der Rangliste nach oben krabbelt. Und von daher bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß allen bösen Buben.